Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, WM 21:9. Und wenn ihr euch wundert, was das hier ist, naja, schaut euch die letzte Folge an, indem ihr oben rechts auf das i-Symbol klickt. Da kommt ihr nämlich auf die Playlist von Genshin Impact. Aber ich würde euch auch empfehlen, direkt die letzten 15, 16, 17 Folgen zu gucken, denn wir haben so viele Storylines gemacht, so kurze Storys. Es waren immer so drei Personen, wie von Mona, von jetzt habe ich einen Namen, von Amy, also von Fischl, haben auch einen Skin bekommen, von Xingyang und all solche Dinge. Also schwer zu erklären. Einfach gucken, dann wisst ihr, worum es geht. Und haben in der letzten Mission eine Spiegeljungfrau geholfen, ihr so ein Bild wiederzubringen. Und ich weiß nicht, war das ein Kollege oder irgendwie sowas? Teammitglied oder so? Ach, da stehen die beiden doch sogar. Der eine war halt irgendwie gefangen gewesen, haben wir halt befreien können. Und ja, dann ist das hier gespawnt. Da gibt es wieder Sachen. Ach, das ist etwas von Mid-Season-Sachen. Okay. Beim Abspiel brichst du von einer Plattform in großer Höhe auf und musst dich ununterbrochen nach unten durchkämpfen. Indem du alle Gegner auf den schwebenden Plattformen besiegst, bis du an die Meeresoberfläche gelangst. Nachdem du alle angezeigten Gegner auf einer schwebenden Plattform besiegt hast, erscheint die nächste und die Gegner tauchen darauf auf. Ah, okay. Während der Herausforderung kannst du den Segen des Abstiegs erhalten, der die Eigenschaft der Plattform verändern kann. Einer davon ist Zwängung. Nach Erhalt dieser Verstärkungseffekt werden von Angriffen aus dem Fall getroffenen Gegner auf der schwebenden Plattform sofort besiegt. Erhalte den Segen des Abstiegs, dann kannst du die Herausforderung viel schneller absolvieren. Wenn du zu weit von deiner Truppe oder dem Herausforderungsgebiet entfernt bist, kannst du dich schnell in die Nähe deiner Truppen begeben und die Herausforderung fortsetzen, indem du zurück zum Herausforderungsgebiet willst. Ist das exklusiv Multiplayer? Das ist etwas, was ich hier im Let's Player nicht mache. Zu groß ist das Risiko. Gut, dann müssen wir das hier skippen. Schade eigentlich, weil das gehört irgendwie scheinbar zu dieser Story dazu. Ich schaue erstmal das hier alles an. Das sind die Sachen. Das ist das. Okay, was haben wir denn noch? Ach, Login natürlich. So. Und was ist hiermit? Ach ja, neuer Banner. Okay. Stimmt, wir hatten nämlich den letzten Banner gepult, als er kurz vorm Ende war. Göttlicher Kurs. Ach, wieder die Sachen. Was würde ich denn theoretisch nehmen wollen? Erhöht den Angriff um 20% und verleiht die Kraft des Blitzflugsiegels. Das war ein fallen Bogen. 12, 24, 40%. Okay, was ist damit? Erhöht die... Warte, das ist Einhänder. Erhöht die Schildeffizienz um 20%. Erhöht die Angriff außerdem... Warte. Erhöht die Wirksamkeit der Erhöhung des Angriffs außerdem im Schutz von Schild um 100%. Weiß ich nicht. Ach, mache ich das ja als Kurs setzen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich pullen werde in dieser Episode. Ach, in dieser Season. Aber jetzt mal gucken, ist das wirklich mehr Spieler? Gut, scheint der Fall zu sein. Naja gut, dann müssen wir das leider skippen. Schade eigentlich. Gibt es hier noch irgendeine... falsche Ding. Gibt es noch irgendwie eine Mission? Das fehlplatzierte Foto. Suche nach den Spuren... So, okay. Ansonsten ist nichts dazu gekommen. Weingut-Morgenröte. Haben wir auch nicht mal so viel Zeit. Ansonsten, ne, das sind die Standardsachen. Müssen wir halt alles noch machen, also. Schließe den Produkt des Schauspiels ab. Also das ist hier. Sprich mit Catherine Mondstadt. Ach, das Geschenk des Bakedanuki. Ach, die hatten mir auch geholfen vor kurzem. Gut, machen wir mal. Nach Mondstadt müssen wir hin. Ja, da hatten wir sie auch ausgesetzt zuletzt. Okay, dann kann ich auch die ganzen Dinger hier machen, die Erkundungssachen und so. Deswegen habe ich euch ja auch empfohlen, die Playlist anzuschauen, weil da haben wir die Bakunodakis ja geholfen, gefunden, zusammengeführt, gezeigt, ein bisschen die Umgebung erkunden und so und dann, ja. Yuki, Paimon, habt ihr zwei Bakedanuki gesehen? Einer mit einem lilanen Beutel und einer mit einem gelben Beutel. Ach, das müssten Mamsuke und Shibasuke sein.
Ich scheine sie zu kennen. Sehr gut. Ist Ihnen etwas zugestoßen? Ihnen geht es gut. Allerdings haben Sie mir das hier nach etwas Gestikulieren gegeben. So wie Sie gestikuliert haben, vermute ich, dass diese beiden Bakedanuki eure Freunde sein könnten. Und Sie wollten wahrscheinlich, dass ich das an euch weitergebe. Oh, es ist ein Geschenk von Mamske und Shibasuke. Es sieht so aus, als hätte ihre Reise gut begonnen. Werden wir sie jemals wiedersehen? Hey, Kristallkerne bekommen. Und jetzt mal alles andere. Einmal. Das hier, Abenteuerstufe, hatten wir vor langer Zeit, also kurz am Anfang des Events, geschafft. Müssen noch die Mission machen, deswegen habe ich es halt noch nicht gemacht, weil ich will erst das Event haben und dann können wir die Zeit dafür investieren, auch die andere Mission zu machen. Gibt es wieder ein Gratis-Pull. So, so. 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 Das heißt, wir müssten gleich auf jeden Fall was collecten können in diesen Season Pass. Zack. So, ansonsten. Das war's. Okay. Hier alle Belohnungen einsammeln. Und jetzt zurück nochmal zum Goldarchipel, weil da möchte ich gerne noch was erkunden. Denn wir hatten nämlich in der letzten Episode, oder ist mir in der letzten Episode dann auch erst bewusst geworden, sage ich jetzt mal, dass wir hier an diesem Trommel die Höhe von den Inseln irgendwie verstellen können. Jetzt möchte ich es gerne nochmal ausprobieren, ob sich da was verändert. Weil hier gibt es so eine Muschel, die erreichen wir nicht. Die ist nämlich nicht oberirdisch scheinbar. Aber da muss es doch irgendwo so eine Höhle oder so einen Eingang geben oder so. Aber das würde ich gerne nochmal gucken. So, genau. Das war nämlich andersrum gewesen. Das da und das da von der Höhe her, genauso wie auf der anderen Seite. Deswegen würde ich das Ding nochmal anklopfen wollen. So. Das hat sich nicht verändert. Nein, doch. Doch, doch, doch. Da ist etwas anders hier auch. Genau, das ist nämlich nicht mehr ganz so hoch. Hier gibt es wieder ein Monster. Genau, das ist das, was ich meinte. Das hat, also hier verändert sich durchaus etwas, aber... müssen wir mal gucken. Ja, ich skippe euch alle. Ihr werdet mich zwar eh triggern wollen. So, ihr seht ja auf der Karte ja schon oben links diese Muschel. Oder Schnecke. Ich sag immer Muschel, weil für mich ist das Symbol für eine Muschel, aber es ist eine Schnecke. So. Und wenn man hier guckt, befindet sich hier irgendwie nichts oberirdisch. Also ich habe halt geguckt hier oben auf den Ast und so weiter. Ist auch schon eingefangen. Hier war nichts. Jetzt, da die Insel ein bisschen tiefer ist, weil ihr merkt, dass die Wurzel hier so anders aussieht, kann es vielleicht sein, dass der Höhlen, also diese Höhle irgendwie unterirdisch gewandert ist. Weil hier gab es auch irgendwo eine Tür. Genau, hier gab es halt eine Tür, die war storyrelevant gewesen, konnten wir öffnen und hier war auch eine gewesen. Aber die konnten wir halt irgendwie nicht öffnen. Deswegen würde ich gerne nochmal hier einmal um die Insel herumhuschen und mal gucken. Also, würde mich jetzt interessieren, ob jetzt der Eingang jetzt auch unterirdisch ist. Es ist sowieso verwirrend, dass man das jetzt hier ändern kann, die Höhen und so weiter. Das ist genauso wie hier. Da auf der Pudding-Insel. Oh, das war, da habe ich viel Zeit investieren müssen. Das hier kann man separat ändern und das hier kann man separat ändern. Da gibt es noch ein paar Rätsel, die wir noch nicht gelöst haben. Die würde ich aber auch gerne ausprobieren in den kommenden Folgen. Und ich meine, das hier sah etwas anders aus. Also irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas gab es was nicht, was jetzt da ist, bevor wir die Storyline von Mona gemacht hatten. Deswegen lohnt es sich vielleicht hier nochmal alles neu zu erkunden. Und tatsächlich ist etwas. Moment mal. Hier war ich, glaube ich, noch nie gewesen. Oder? Nee, hier war ich noch nie gewesen. Okay, lasst mich mal checken. Zack. Ah, das reagiert damit. Macht aber auch Sinn. So, und jetzt kann ich das noch triggern, oder? Ah, okay. Ach, was ist denn da unten versteckt? Holy, da ist ja so eine ganze Menge. Da oben ist versiegelt. Hier ist eine Fackel, die würde ich mal vielleicht direkt mal anzünden. Da ist auch eine Truhe, sehe ich da gerade. Ah, das ist aufgeleuchtet. Okay, da sind die Fackeln dazu im Zusammenhang stehend.
Das ist eine Truhe. Das, ach, hier ist auch diese Schnecke, die Muschelschnecke. Ja, Schnecke. Oh, Moment mal. Wo sind dann die anderen Fackeln? Das. Nee, das ist eine Reflexion. Ich dachte schon. Opening a chest is like unwrapping a gift. Sehen wir hier irgendwo was? Ja, wie sieht das denn hier unten aus? Die sind alle nach außen gedreht. Lasset mich mal überlegen. Wenn die alle nach außen gedreht sind, müsste ich sie alle wahrscheinlich in die Mitte oder einen Ring bilden. Hier ist das Trigger-Ding. Ich gehe mal da weiter gucken, ob ich da hinter der Platte noch was finde. Also müssen wir das, wahrscheinlich müssen wir das hier anlacken, damit wir das Wasser noch weiter senken können. Aber ich schätze mal, da gibt es noch so ein Ding. Ach, da gibt es da... Oh, da ist doch ein Weg. Okay, habe ich nicht gesehen aus der Entfernung. Ja. Wo sind denn die anderen Fackeln? Ach, hier ist noch einer. Hier ist eine Tür. Komme ich da durch? Tür öffnet, tatsächlich. Ah. Ha. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Genau, das war die erste oder zweite Mission. Das ist Ventis Schreibtisch. Ah, ich hatte euch aber schon vor 20 Folgen gefühlt auch, also das waren wahrscheinlich nur 10 gewesen, euch gesagt, man sollte hier irgendwie die Storyline zuerst machen, bevor wir die Erkundung starten sollten. Und ja, ihr seht jetzt auch warum. Denn wir wären niemals hier durchgekommen, weil wir konnten die Insel erst verändern, nachdem wir die Story durch hatten. Das heißt, wenn ich aber jetzt reingehe, müsste doch drinnen das Ding jetzt ready sein, oder? Weil jetzt haben wir 4 Fackeln entzündet. Ja, tatsächlich. Okay. Also, wie schon immer gesagt, immer erst die Story-Sachen bei den Events machen, dann erst erkunden, weil sonst wastet man so ein bisschen Zeit und Folgen. Aber jetzt ist das unlocked. Okay, wo ist das Startding? Das Startding ist hier links. Ich gehe mal davon aus, dass das... Da ist etwas. Da ist eine Tür. Moment mal. Ich glaube, ich muss die Kiste erstmal kaputt machen dafür. Oh, diese Szene ist genau in der Mitte der Bühne. Was machen die beiden da? Es sieht so aus, als ob der eine etwas sagt und der andere ruhig auf dem Boden sitzt. Paimon versteht. Dies muss eine Szene der Geschichtenerzähler sein. Es muss Schlafenszeit für sie sein, also erzählt sie eine Geschichte für die Person, die auf dem Boden sitzt. Hören die Fatui auch gerne Gute-Nacht-Geschichten? Vielleicht gibt es auch ein paar unter den Fatui, die diese Bedürfnisse haben. Agafia, ach, die haben wir auch in der letzten Episode getroffen und die Mission gemacht. Persikov hat uns befohlen, einige Tests zum Signalempfang durchzuführen. Sieht aus, als müssten wir alle 4 gehen. Wenn Schefka davon hörte, würde er wieder wütend werden. Komm schon, Jakov, das sind Befehle von oben. Schefka wird dir deshalb nicht böse sein. Ach, wenn du wirklich so viel Angst hast, kann ich dich auch zum Gespräch mit Schefka begleiten. Hier hat also doch keine Geschichte erzählt. Aber diese Schnipsel kommt irgendwie aus dem Nichts. Wir können nicht erkennen, was überhaupt los ist. Verlegte Schnecke 2. Eins davon. Okay, ich wollte aber das Ding triggern. Die Muscheln, nee, die Schnecken müssen wir übrigens nicht mehr collecten. Das mache ich vielleicht so nebenbei der Vollständigkeit halber. Der Grund ist, dafür kriegt man den Skin von Fischl. Oder war das das andere? Entweder kriegt man Fischl selbst oder den Skin von Fischl. Und das haben wir jetzt beides mittlerweile auch. Ich gucke mir das hier an. Das hier geht hier hin, hier hin. Oh, lol. Das sind gute Truhen. Dann gibt es jetzt wieder 30 Urgestein-Dinger. Lasst mich mal schauen. Klick. Na, dauert immer so lange. Ach. Wäre auch zu einfach gewesen, oder?
Ja, was machen wir denn jetzt? Wir kommen so nicht weiter. Gibt es sonst noch irgendetwas, was wir hier machen können? Ah, von da sind wir gekommen. Oh, nein, nicht klettern. Ich gehe nochmal durch die Tür, um beim Ventis Ausgang zu kommen. Was das zu bedeuten hat, dass da so eine Tür ist? An dieser Stelle finde ich komisch, anstatt so einen Höhlendurchgang zu machen. Aber ich würde schon gern die Sachen haben. Ja. Irgendwie will das manchmal nicht. Ach, Moment mal. Ja. Moment mal. Wir können doch Trick 17b wahrscheinlich machen, oder? Wo sind wir denn nochmal reingegangen? Diese Richtung war das, ne? Genau hier unter uns befindet sich das Ding. Da wir aber jetzt Ventis Bereich geöffnet haben, könnte ich doch bestimmt hier mit der Trommel nochmal die Höhe verändern. Und dann nochmal rein. Dann müsste die Wurzel sich ja so nach oben verschieben, wenn ihr wisst, was ich meine. Darauf muss ich jetzt achten, ne? Die ist, ja, ich sag mal niedrig. Die müsste sich jetzt nach oben hochdrücken, ziehen, wie auch immer. Ja, genau. Das heißt, hier oben ist auch die Höhle, wie wir sehen können. Man könnte auch theoretisch rein, aber bringt das was? Muss ich dorthin oder kann ich wirklich über Ventis Ort hier rein, unterirdisch von der anderen Seite mich etwas... Ding annähern. Ah, das ist ein krasses Event. Also, für ein Gelegenheitsspiel ist es schon ein bisschen sehr viel, sehr aufwendig, das alles zu erkunden. Ich meine, wenn ihr ab Folge 504 guckt, wir mussten 4 legendären Aufträge komplett durchmachen, damit wir erst die Storyline von Yelan machen konnten. Ich meine, ihr werdet es nicht bereuen. Es hat sich wirklich gelohnt. Es war auch cool gemacht und so weiter. Aber trotzdem, das waren lange Episoden gewesen und jetzt haben sie so viele Details gemacht, vor allem mit einer veränderbaren Insel. Alles, was sich so verändert, das ist in meinem Kopf einfach so, okay, es wird komplexer. Also richtig komplex halt, ne? Wenn man alle Kombinationen noch durchgehen muss und so. Ich kriege das zwar gehandelt, aber trotzdem vergesse ich gerne mal was und es kostet trotzdem noch umso mehr Zeit, wenn ihr wisst, was ich meine. So, genau, hier komme ich durch, hier hat sich nichts verändert. Hm, vielleicht geht das ja doch gar nicht so, vielleicht muss ich was anderes machen. Ach, hier ist der Ding weg. Das ist zu. Das ist, war eben offen. Ah, okay. Okay. Sind die alle jetzt in right position? Ja, jetzt habe ich's. Oh, nice. Nice. Leute, schau. Design bekommen, 10, okay, 40, 10, also 60 Stück habe ich bekommen. Aber sehr viele Artefakte. Nice. Okay. Hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Aber jetzt bin ich ehrlich gesagt ziemlich neugierig. Ich gehe mal, versuche mal hier reinzukommen, ob vielleicht ein neuer Raum dadurch entstanden ist. Dass ich sozusagen eine Wand sich weggeschoben hatte, oder eine Wand ist, hat sich vorgeschoben, dass ich nicht gucken kann. Und dann eine andere hat sich ja dann halt so eröffnet irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Ich muss versuchen, irgendwie auf den Wurzeln zu landen. Das war ungefähr da, wo dieser Haken ist, dieses umgekehrte Fragezeichen-Symbol. Na, wo war das? War das hier? Genau. Ist dann diese Steinstatue auch noch da? Oh, oh lol. Das sieht jetzt anders aus. Ha. Hä? Oh lol. Dann bin ich ja schon wieder unten. Hey, Moment mal. Ah, dann geht's hier echt nicht weiter. Nee, das haben wir für eine Mission hier besucht. Ach, wenn ich jetzt wüsste, wann welcher Zustand eingetroffen oder welcher Zustand gerade im Augenblick war, als wir die Story gemacht hatten von Xingyang. Ah, okay, das wäre auf jeden Fall eine Information, die ich gerne haben wollte. Aber okay, man kann jetzt halt durchlaufen, anders, also jetzt nicht so besonders krass, wo man sagt, okay, ja, ne, so, ne.
Nur das hier bringt uns nicht mehr weiter. Ich habe zweimal gedrückt. Weil das. Warte, kann ich diese Blume damit anhitten? Das probiere ich noch aus und dann würde ich mal sagen, diesen Bereich haben wir erstmal abgeschlossen. Ja, das war, glaube ich, eine Tür, die doppelt Siegeldinger braucht. Ich glaube, das war nichts Besonderes. Ja. Okay, dann haben wir hier nochmal ein Mysterium gelöst. Hat sich denn da was verändert jetzt dadurch? Ich glaube, das war auch der erste Raum, den wir besuchen konnten, als wir die Story angefangen hatten. Aber es kann sein, dass sich da auch was verändert hat, weil wir das in einem anderen Zustand besucht hatten. Ne, also hier sind wir schon. Okay, nevermind. Ja, dann würde ich mal sagen, dann haben wir diesen Bereich jetzt auch abgeschlossen. Also hier die Westküste. So, jetzt möchte ich gerne nochmal hier gucken. Da ist eine Brücke, die hat sich ja verschoben. Also, wenn ich wüsste, welche genau sich bewegt. Die ist ziemlich weit nach oben gereist. Ich überlege gerade, da hatten wir doch eine Schatztruhe gefunden. Oder war das hier? Oh. Ach, das triggert schon. Krass. Warte, geht das auch so? Ah, gut, dann muss ich es mit Emma machen. Ember ist noch nicht so stark, weil wir sie stark vernachlässigt haben. Sie ist ja nicht im aktiven Team normalerweise drin. Aber wir haben keine Ressourcen für Artefakten. Uff. Zack. Nochmal anschauen. Also, jetzt bin ich mir gerade ziemlich unsicher. Genau, die Brücke ist tiefer. Oh, also da kriegt man die Sachen. Ne, dann haben wir das schon gemacht. Hier war eine Schatztruhe, da musste man diese Tiere verfolgen. Geht man hier runter und dann kann man da... Ja, okay, ne, dann haben wir das auch schon gemacht. Dann würde ich mal sagen, haben wir das alles schon gelöst? Ich sehe ehrlich gesagt nicht mehr, was wir machen können hier in diesem Bereich. Ich würde mal sagen, das lassen wir es, oder? Gut, es gibt auch noch ein paar Punkte, die man gerne erkunden sollte. Und zwar das hier. Wir waren auch vor 3, 4 Episoden auch hier oben. Ja, ich würde nicht sagen, dass es ein Dach der Welt war, aber haben wir dort auf jeden Fall auf Mona getroffen. Hier gibt es diese Winddinger. Da oben haben wir ein Rätsel bereits gelöst, nur wir müssen komische Dinger sammeln. Ach, hier ist noch so eine Qualle. So komische Sachen sammeln, so für ein Sternbild zusammenzubilden. Haben wir noch kein einziges gemacht, beziehungsweise kein einziges gefunden. Deswegen bin ich mir halt auch gerade im Augenblick nicht sicher, ob wir hier irgendwas zusätzlich machen müssen. Also im Sinne von, also da hier ist ein großes Rätsel, das habe ich nicht ganz richtig gemacht, scheinbar. Genau. Ah, astrologischer Palast. Nee, da wollen wir erstmal nicht hin. Hier hoch. Wie hoch kamen wir nochmal? Kommen wir ganz, ja doch, ich glaube ganz nach oben. Nein, ganz hoch. Oben doch nicht. Warte. Wir waren nochmal ganz nach oben mit diesen Dinger geflogen. Da ist eine Plattform. Löwenschaden. Komm, die paar Meter kann man nochmal hochklettern, oder? So. So. Genau. Moment mal, das haben wir doch gelöst. Ah ne, hier kamen wir... Warte. Hä? Ne, das habe ich doch gelöst, oder? Da kam doch eine Truhe. Ich glaube, das haben wir doch... Normalerweise resetten sich gelöste Rätsel ja nicht mehr. Genau, da ist das Sternenbild. Da seht ihr schon, hier ist etwas am Funkeln, weil wir da bereits was hatten. Aber da fehlen auch scheinbar die anderen Sachen. Da würde ich gerne mal von oben nochmal gucken, was haben wir denn alles hier so? Hier war nochmal so ein Ding, so eine Art Teleporter, sowas in der Art. Hier habe ich, glaube ich, noch nichts erkundet. Ich sehe aber auch, ehrlich gesagt, auf den ersten Blick nichts, außer die Druckplattform, die wir eben gesehen hatten. Genau, ich gehe mal hier auf die Spitze. Ha, 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 ha.
Oh, was ist das denn? Ah, kann man gleich gucken. Hier muss ich mir auf jeden Fall erstmal einen Überblick verschaffen. Hier gibt es scheinbar doch einiges mehr. Hier sind wieder vier Fackeln. Ob die damit was zu tun haben? Ah, wahrscheinlich, ne? Ich sehe da einiges. Okay. Das Ding will uns nach unten smashen hier. Hier ist dieses Windrad-Ding. Animo-Charakter habe ich jetzt gerade nicht im Team. Ansonsten sehe ich hier keine weitere Fackeln. Da hinten ist ein Herausforderungsding. Gut, ich öffne mal diese Truhe. Ob das überhaupt so einfach geht, ist auch fraglich. Aber ich denke mal, das sollte ja funktionieren. Zack. Yumiya wäre auf jeden Fall nice. Die auch im aktuellen Banner zur Verfügung steht. So. Gibt es Special Things? Nö. Wenn ich das jetzt einfach so mache. Irgendwie so random. Oha, wohin führt uns das denn? Ah, vielleicht ist dann doch ein Geheimnis. Da ist ein Strudel. Es gab hier ein Rätsel mit dem Sternenbild, der uns den Weg geführt hatte. Ich bin aber neugierig, ehrlich gesagt, wo führt uns dieses Ding hin und warum führt es uns dorthin? Es muss ja einen Grund geben, warum hier die Ringe so positioniert sind. Doch nicht für den Rätsel. Da müsste doch hier oben müsste doch eine Herausforderung geben, weswegen das halt voll Sinn macht. Egal, ich mach den hier weg. Zack, zack. Ablenkung. Wobei Ablenkung ist echt total sinnlos, wie wir sehen können. Zack, zack. Hauptsache, die haben sich auch getriggert. Gehören sie zusammen? Das ist hier komisch auf dieser Insel. Die haben eine richtig krasse Range irgendwie. Oder war das hier bei Fischels Palast? Irgendwo hatten die eine richtig krasse Reichweite. Oh, da ist eine Dings, die ich noch nicht gelesen habe, glaube ich. Altes Steindenkmal. Einige der Inschriften darauf sind verschwommen. An einem windigen Tag, wenn Wildkräuter niederknien, wie Anbeter, die im Wind weht, wehen auch die Haare bis zum höchsten Punkt in Richtung des Windes. Das muss doch irgendwas damit zu tun haben. Vielleicht sollten wir aber diese Ringe trotzdem mal besuchen, also in die Richtung, die sind nicht umsonst da, definitiv nicht, also das macht sonst gar keinen Sinn, warum die sonst da sind, aber es wundert mich, warum die so nach unten zielen, wobei, gehen wir erstmal hier ins Wasser eintauchen, weil hier haben wir es noch nicht gemacht, die sind ja überall auf diese Insel zumindest verteilt, bei anderen kommen wir in anderen Orten und vielleicht sind wir dann auch auf den Alter, was ist denn los, was ist denn los mit euch, warum sind da so viele Gegner auf einmal da, hä? Dieser Grabstein ist hier weg. Das macht eigentlich keinen Sinn. Bitte sag mir nicht, die Insel lässt sich dann auch verändern mit diesen Dinger. Hä? Das ist auch anders. Alter, wie lange seid ihr denn noch auf mich? Alter, da chillt wieder einer. Ah, ich bin neugierig. Na komm, besiegen wir den mal. Zack, 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 zack. Und wusch. Ah, will ich ihn runterkicken? Ich weiß noch nicht, ehrlich gesagt. Wenn ich ihn runterkicke, dann resettet er sich. Dann kann ich drauf smashen. Ah, komm. Da kam der extra Bonus nochmal und weg. Das hier. Die Insel sieht wirklich anders aus. Hier fehlt dieses Schloss, was wir bereits besucht hatten vor einigen Episoden an dieser Stelle hier. Moment mal, die Insel ist auch irgendwie schmaler. Irgendwie, da fehlt doch was. Das sieht doch total anders aus hier. Ob die beiden auch was damit zu tun haben werden? Jetzt können wir das hier verändern. Wir können das hier verändern. Also, holy, ob sich das dann auch noch verändern lässt, wäre schon heftig. Also, da haben die Entwickler mit 2.8 ziemlich viel rausgehauen dafür, dass es dann nur temporär da ist, weil sie ein bisschen schade finden. Aber das habe ich auch schon oft gesagt. Okay, ja. Ich glaube, ich wechsle doch den Charakter. Denn wahrscheinlich, wenn ich das Ding hier drehe, hier, das da, das dann fliege ich irgendwie hoch. Also da kommt so diese Bö. Ach, nehmen wir mal für Ersatz für Noel Yuki da oben. Zeit ist schon abgelaufen. Naja, wir haben fast 1 Minute. Mache ich dann trotzdem mal 8 Stück zum Sammeln. So. Einmal hier durch. So. Ja. Einer. Die meisten sind hier, also.
Warum habe ich dann 3 Minuten Zeit? Oh, auch hier gibt es wieder so einer von diesen Sternbilder-Hinweise. Ah, erstmal das hier sammeln. Hier sind 3 Platten. Ah, Löwenzahn, ja, ja. Ey, hey, Alter. Okay, wieso kam... Also, wieso wurde ich jetzt nicht geboostet? Aber hier sieht es auch ein bisschen anders aus. Ah, hier sind so viele Rätsel. Na, ich will erstmal hier diese Herausforderung machen. Die Rätsel können wir uns ja gleich oder in der zukünftigen Episode auf jeden Fall anschauen. Zack, ah, komm ich drauf. 2 neue Missionen. Und die Truhe. Und weitere Gegner? Warte. Ach, da oben, oder? Moment mal. Auf jeden Fall, da waren 3 Plattformen. Hier haben wir wahrscheinlich das Rätsels Lösung mit diesem Zickzack-Ding. Hier haben wir überall Dings. Ah, hier ist noch so ein Sternbild. Okay. Na gut, ein bisschen Löwenzahn sammeln. Wäre für Eule auf jeden Fall nice to have. Ah, nicht nur für Noel. Nicht nur für Eule, sondern für jemand anders. Da ist noch eine Mission. Wobei, den kenne ich doch. Den. Hier war ich doch schon mal gewesen in dieser Konstellation. Oder? Ich weiß nicht. Also irgendwie. Ich hatte ja damals immer gesagt, man muss erst diese Story-Sachen machen, damit wir überhaupt erstmal weiterkommen. Und das ist ja bis jetzt bei Genshin Impact immer so der Fall gewesen. Aber es. Ich hatte das ja auch so gemacht, dass ich dann zum Beispiel hier, ich mache die Mission. Mission abgeschlossen. Ich beende die Folge und eine neue Folge mache ich sofort die Mission weiter, um die Umgebung zu erkunden. Weil mir ist ja schon irgendwie komisch, dass ich. Das ist ein bisschen anders außerhalb, ne? Auch vor allem mit dem Schloss und Fischel. Die war auch nicht von Anfang an da gewesen. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass man da auch noch was verändern kann. Also, ja, auf jeden Fall noch viel zu tun. Alter. Ein Besieg kommt noch ein neuer Gegner. Wo? Wo? Hä? Ach, da hinten. Lüpft da gerade weg. Okay. Hier hoch. Zack. Ach, hier sind wieder so was. Ah. Ob das braucht noch voll lang zum Laden. Und schon wieder Gegner. Alter, ich höre ganz halt so Gegnermusik so, aber irgendwie. Ja, okay. Diese Pflanze wahrscheinlich, aber. Wieso haben die so eine krasse Reichweite mit den Triggern? Das ist auf diesen Goldapfel-Archipel irgendwie komisch. Zumindest an manchen Stellen. Zack, cooldown, skip. Na komm, machen wir den Sturm drauf. Dann nimmt es den Typ das Feuer an sich, damit es ein bisschen mehr Schaden kriegt. Auch wenn Yuki gerade jetzt nicht die richtige Waffe dafür hat. Auch die Artefakten. Ah, komm schon. Gutchen einmal. Zack. Ah, okay. Ich wollte ihn eigentlich runterkicken, aber naja, gut, so geht's natürlich auch. Haben wir gar nicht mal so viel Power einzusetzen, so viel Zeit dazu ein bisschen. Achso, ja. Immunität ist ja klar. Und zack, 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 zack. Schön Superleiter austriggern und... Ja, immer noch nicht. Jetzt. Muss ich den echt nochmal anstupsen für. So, okay. Das kann man noch collecten. Komm, das Rätsel kann man auch eigentlich noch lösen. Ach, da ist ja noch einer. Ja, komm, mache ich den auch noch direkt. Weil er wird uns wahrscheinlich auch auf den Nerv gehen. Zack. Alter, da kommen so viele. Ah, ja, das ist halt nicht so stark. Na gut. Haben jetzt ein bisschen was gemacht. Alter, Kuchen und Euler sind schon heftig geworden. Und beide haben noch nicht das richtige Artefakten-Set. Der andere, der ist da links am Hüpfen, da war sonst kein dritter. Ne, okay, dann smash ich und... Oh, Alter. Die spawnt da einfach, resettet er sich einfach im letzten Augenblick. Ja, gut, ich hätte eh so nicht getroffen, aber trotzdem. Sonst? Da ist der, okay. Zack. Zack. Na, ein bisschen Ablenkung, Schmelzen verursachen. Na gut, die Puppe war ein bisschen zu übertrieben dafür. So, okay, gut, dann schauen wir uns nochmal das an. Das kriegen wir doch auch noch auf die Schnelle hin. Das ist ja nichts Schweres. Hä? Was sind das denn für... Achso, das ist normal bei Löwenzahn, ne? Ach, ich mache das so selten. Das hier... Ja gut, lassen wir es. Gut, einmal drauf hitten, hier hitten. Sind die schon alle in der richtigen Position? Ah, wobei, ich glaube, der eine nicht. Den müssen wir auf jeden Fall drehen. Na? Komm schon. Ja, so. Ja, den müssen wir drehen. Ach so, den muss ich auch noch einmal tippen. Ah, okay, geht doch. Zack, 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 zack.
So einfach, aber jetzt gibt es mehr von diesen Hinweisen mit diesen Rätseln. Ob das jetzt mit der Truhe zusammenhängt, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wo war die Truhe denn gewesen? Da war ja diese große Truhe auf diese Plattform da halt, ne? Diese. Ach, die müsste hier vorne sein, irgendwo beim Spawn, genau. Ich sehe sie nicht, vielleicht ist sie noch nicht gespawnt. Die müsste ja irgendwo da liegen oder so. Vielleicht sind das diese 3 Sternbilder oder 4, die man machen muss, um die Kiste freizustellen. Also 3 Sternbilder, hier, das hier das nächste. Interessant, dass da noch eins ist. Da war ja was mit den 3 Plattformen. Vielleicht muss man die einfach lösen, damit man die Truhe freischaltet, aber naja, gut. Das werde ich dann in den nächsten Episoden dann in Angriff nehmen. Deswegen empfehle ich euch, ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpasst. Und naja, so supportet ihr mich auch aktiv am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich Sachen noch von anderen Spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.